Wo war man da nur? Da weiß ich. Ja, hier ist es ja plötzlich viel ruhiger als ab Kröpke. Ja, genau, wenn dann sind wir hier laut in Hannover. Und wir müssen laut sein, bevor wir mehr werden. Aber wir werden gefühlt immer mehr und immer mehr Leute trauen sich von der Couch sich uns anzuschließen, um auch gemeinsam endlich mal gegen dieses Unrecht aufzustehen. Und wir haben es ja heute bei der Galerie der Impfopfer am Kröpke den ganzen Tag gesehen und werden es auch den Rest der Woche uns nochmal anschauen können. Jeden Tag, morgen, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr findet die Galerie der Aufklärung für die Impfopfer am Kröpke statt. Da ist jeder natürlich herzlich eingeladen, dort mal hinzukommen, sich das anzuschauen. Und da wird es deutlich, was hier in diesem Land passiert und nicht nur in diesem Land, aber das ist natürlich unsere Heimat, die uns in erster Linie interessiert. Und wir haben diese Zahlen, wir haben mittlerweile werden es wahrscheinlich schon wieder viel, viel mehr geworden sein, aber die offizielle Zahl der Kassenärztlichen Vereinigung sind über 2,5 Millionen Menschen, die ihr Vertrauen in die Regierung und in die Medien bezahlt haben mit ihrer Gesundheit oder sogar mit ihrem Leben. Und wir werden nach 2,5 Jahren immer noch nicht ehrlich aufgeklärt über diese Kampagne, die hier läuft, die sich, sondern eine experimentelle Gentherapie. Und trotzdem steht an unserem höchst offiziellen Haus des Landtages hier in Niedersachsen Propaganda für diese Genspritze in Form von Niedersachsen impft klar. Und ich komme da einfach nicht drüber weg und werde mich da nie dran gewöhnen. Und deswegen werden wir auch heute wieder aus Tradition für die Opfer dieser Pandemie, für die Opfer dieser Schweigeminute halten und deswegen bitte ich jetzt eine Minute um Stille. Dankeschön. Ja, und bevor wir gleich weitergehen, möchte ich das Wort nochmal richten an die Menschen, die vielleicht immer noch darüber nachdenken, sich diese experimentelle Spritze setzen zu lassen. Denn das ist natürlich ihr gutes Recht und es ist ja auch kostenlos. Und es kann natürlich sein,
dass diese Spritze etwas bewirkt. Wir wissen leider nicht was. Das sagt auch die Politik und das sagen auch die Wissenschaftler, denn sie wissen es immer noch nicht vollständig, weil diese Impfung, diese sogenannte, die ist immer noch nicht abschließend erforscht. Und eigentlich hat man in der Vergangenheit Impfstoffe und Medikamente, wo es weltweit mehr als 50 Opfer oder Impfschäden zu beklagen gab, hat man sofort aus dem Programm gezogen. Und heutzutage geht es offensichtlich nicht mehr um Gesundheit, denn wir haben in Europa mittlerweile weit mehr als 40.000 Tote, die mit dem Leben bezahlt haben, nachdem sie sich diese experimentelle Genspritze haben setzen lassen. Und in Deutschland über 2,5 Millionen Impfschäden, sogenannte Impfschäden. Und das ist ja nur die offizielle Zahl von den Menschen, die offiziell über die Krankenkasse abgerechnet wurden. Letzte Woche hat die Zeitung uns erklärt, dass nur jeder zehnte Impfschaden wirklich gemeldet wird. Und wenn man diese 2,5 Millionen jetzt mal 10 nimmt, dann wird einem nämlich ganz schwindelig, denn zeigt sich dieses Ausmaß dieser brutalen Kampagne, die hier gegen uns, gegen unsere Gesundheit in Deutschland vollzogen wird. Und das kann ich genau bestätigen, das sind nämlich die Gespräche, die man bei der Galerie bekommt, weil die Leute trauen sich zum größten Teil noch nicht aus ihrem Häuschen raus oder auf Demos, aber dann, wenn die Galerie da steht und wir sitzen dann da, diese Gespräche, da kriegt man die Information, wie viele Menschen bei ihrem Arzt vor eine Tür laufen und der will es einfach nicht dem Paul-Ehrlich-Institut melden oder es überhaupt eintragen. Also zehnfache gehe ich mit dir. Und daher, jeder sollte sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, was er sich selber dort antut, was er sich und seinen Lieben antut. Die Menschen, die auch ihre Kinder zur sogenannten Impfung schicken. Bitte überlegt es euch sehr, sehr gut. Seid ihr wirklich sicher, dass dies kein großer Fehler ist? Stellt euch diese Frage lieber dreimal, schlaft nochmal drüber und versucht einfach auch mal zu recherchieren in den unabhängigen Medien, denn mittlerweile müssen wir leider feststellen, dass die offiziellen Medien uns seit 2 Jahren leider mehr belügen als alles andere. Deswegen, ich appelliere nochmal dran, überlegt es euch gut. Das Ganze ist kein Spaß mehr. 2,5 Millionen Menschen haben mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben bezahlt. Und in Wirklichkeit sind es viel, viel mehr. Und jetzt gehen wir weiter und sagen es dem Rest von Hannover. Das Schäfchen, bitte. Ich sehe es auch nicht, das Problem. Ich sehe das Schaf aber auch nicht. Ich